Okay, wir brechen. Oh, eine kaputte Brille. Singt er die ganze Zeit? Sabi, kannst du ihn mal hauen? Hau ihn mal bitte. Ja, das war aber nicht doll genug. Da fehlte das so ein spratzendes Geräusch, wie wenn Blut spritzt. Alter Schwede. Das ist eine Altelfür. Nein. Ei, ei, ei. Quatsch, quatsch, quatsch. Wo klappt das nicht? Stimmt. Der fünfte Spieler ist Turbinate und zockt in unserem Flur. Ja, bestimmt. So. Hoppala. Wer ist das da? Ich bin das. Das ist schon ungewohnt, jetzt wieder normal los zu sein. Ich bin das. Wo sind denn die Generatoren? Ja, hey, ich will bei euch am Entenmarsch mitmachen. Nee, du schlägst uns immer nur. Hallo. Was mach ich denn da? Was macht ihr denn da? Ich soll wie vorher? Ja, arbeiten. Ich kann nicht auch sammeln. Ich guck nur mal, was ich alles so dabei hab, aber ich weiß auch nicht. Aua. Nee, das geht nicht los wieder. Was denn? So. Ach, ich hab die Kopfhörer mal umgewechselt. Was hast du gekotzt? Was bist du, der Glockengeist, ne? Ja. Die Kotzhörer? Ja, meine Kotzhörer sind schrecklich. Das klingt lecker. Ich hätte eigentlich andere Kopfhörer. Bin ich eigentlich doof, dass ich die nicht auf hab? Ah, der ist der Fallensprecher. Ich dachte, der ist der Glockengeist. Ja, der immer Fallensteller heißt. Woher wisst ihr das? Weil hier eine Falle liegt. Du bist ein Arsch. Du bist ein Arsch. Das hab ich aufgepasst. Wieso bist du da drin? Hat er dich aus dem Schrank gegrabbelt? Oh. Alpha, war, ich kann mich nicht bewegen. Das ist doch Bullshit. Ja, das ging mir auch. Da hast du gesagt, ich bin dick. Das ging mir auch so. Das werd ich dir nie vergessen. Ich häng an der Ecke fest. Da war ich eine Frau und du hast zu mir gesagt, ich bin dick. Ja, macht ihr euch beide da. Wir machen was. Wer ist dick? Scheiß Nase. Nase juckt. Geh weg. Sabi, du machst das gut. Ich überleg mir das nochmal. Sabi, kriech weg. Da hat jemand auf den Monitor geschaut. Spritzblut in sein Gesicht. Ich hab nicht auf den Monitor geschaut. Das ist total Bullshit. Wenn, dann guck ich auf meinen zweiten Monitor. Ja. Und sie haben keine Falle, da weil ich sie unter dir aufstellen kann. Toll. Haha, Opfer. Ich esse dabei noch ein paar M&Ms. Wo hab ich ihn jetzt aufgehangen? Hab's gesehen. Er hat's gesehen. Nichts hat er gesehen. Er hat's gesehen. Ich habe Zeugen. Guckt die voll entgegengesetzte Richtung von dir. Du sitzt fast Richtung meinen Rücken, sag ich mal. Wie soll ich denn das sehen? Meint ihr, dass das was Schlaues ist? Ja. Was liegt denn hier noch? Ich hab noch Online-Runden gehabt, glaub mir. Ja, das stimmt. Das hat er. Weil ich hatte einer zu mir gemeint, ich soll mal mit Dead by Daylight spielen. Er hat schon 150 Stunden oder so. Ich hatte da 9. Er hatte keine 150 Stunden, er hatte 120. Nee, oder 130, irgendwie sowas hatte der aber. Nee, 220. Naja, egal. Bin jetzt da. Wie viel hast du? Wenn ich gerade nicht in der Kiste durchsuchen würde, würde ich das sagen. Ja, lass das mal. Wenn du das nicht so weißt, ist es auch egal. Du brauchst jetzt nicht gucken. Ich hab den Schrank aufgemacht. Nee, Müll drin. So. Ich hab gerade mal 61 Stunden. Du wurdest ertappt. Guten Scheißdreck. Seid da bis eigentlich. Jetzt zickig. Nope. Ich suche einen Generator. Ja, ich auch. Mir juckt die Nase. Kann mal jemand kratzen? Warte. Kann grad nicht. Ich muss grad kratzen. Generator machen. Sollte meine Nase. Und ich habe gerade kein Herzklopfen. Warte jetzt. Besser? Nicht? Hast nicht gehört? Aller Noob-Modus. Hauptsache, man klupscht man auf andere Bildschirme. Genau. Gib's ihm. Hey, lass mal alle meinen Verlobten. Ja, ist doch nur Spaß. Ich weiß. Ist alles nur Spaß. Was ist das? Hab ich auch gesehen. Er hat das getan. Mein Chat wendet sich gegen dich. Was? Mein Chat wendet sich gegen dich. Oh, das bin ich gewohnt. Nee. Der braucht das.
Hey Balin, willkommen. Freut mich, dich hier zu lesen. Er verträgt das. Balin ist auch an Bord? Ja, streamst du heute gar nicht? Stream? Streamst du nicht? Leute, wo seid ihr denn? Ja, nicht da. Ja, wo bist du? Kann euch mal jemand heilen? Stellt euch doch mal bitte in Reihe und Glied auf. Ich stell mein Glied jetzt nicht auf. Zeig dir, wo ich bin, warte. Geht mit eurem Glied woanders hin. Ja. Ruhe im Glied! Wir bilden jetzt ab sofort eine Gliederkette. Ja. Und die Entfernung messen wir denn mit dem Gliedermaßstab. Also die Länge, meine ich. Ich höre doch hier irgendwo jemanden rumstöhnen. Nein. Oh, das bin ich aber nicht. Ich auch nicht. Das bist du selbst. Ich höre hier jemanden rumstöhnen. Was ihn nicht umbringt, rumstöhnen. Oh nein, falsch. Bist du doof? Ich habe hier gerade den Chat gelesen. Das gilt nicht. Sie hat den Chat gelesen. Lass sie in Ruhe. Back dich mal wieder wo fest. Was? Ich lieg im Bett mit einem Long Island Iced Tea und starte in meinem wohlverdienten Urlaub. Macht ihn länger? Was, jetzt schon im Bett? Oh. Ist das nicht ein bisschen früh? Mit einem Long Island Iced Tea, boah, ich trinke mir auch. Oh, jetzt will ich auch. Lass, pfui, geh weg. Was? Pfui, weg? Ah. Was macht der da? Wegen Stream. Lass mich! Wir kriegen ihn aber auch nicht abgelenkt, ne? Lass mich! Ich will weg. Hast du dich schon wieder festgepackt? Ja, eigentlich wollte ich dich runterschmeißen, aber es ging nicht. Ich mag den Cocktail. Long Island Ice. Was? Long Island Long, kein Zombie. Oh. Bah, Zombie! Was macht ihr? Da ist jemand in die Falle gelatscht. Oh, tschüss. Naja, aber dann wünsche ich dir auf jeden Fall einen schönen Urlaub. Ich habe nächste Woche Urlaub. Ab nächste Woche Samstag, eine Woche lang. Boah, geht's dann zurück in die Heimat. Da wird's dann quasi ab Freitag keinen Stream geben. Nächste Woche. Oh, Gott sei Dank. Boah, ein dickes Ding. Ich meinte eigentlich, weil ich ihm entkommen ja, bin. Ja, ja, ja. Du bist mir nicht entkommen, ich weiß, in welche Richtung du gerannt bist. Gar nicht. Ich bin du weißt überhaupt nichts. Ich höre dich gar nicht mehr. Bitte, der Barber. Bist du doof? Ich höre dich nicht ein bisschen. Guck mal da, Sabi. Guck mal da. Hallo, Ultmann. Nein, das bin ich. Achso. Sabi. Ja. Das ist nicht nett. Tut mir leid. Macht Koop. Sorry, ich hab abgelenkt, du musst streamen. Nö, ich kann Multitasking. Wer kann Multitasking? Ich? Das hört zum ersten Mal. Du nicht, nee, das stimmt allerdings. Nicht nach unten. Bringt er dich nach unten? Hier unten ist es kalt. Na. Kalt und einsam. Ich hab einen Schrank, bei dem kann ich kuscheln. Jetzt sind die alle alleine. Seid ihr denn alle? Weg. Wir gehen jetzt. Du denkst doch nicht, ich gehe in deinen Keller oder was? Das kannst Keller. Du vergessen. Es geht darum, dass du nicht in die Heimat kannst. Ach, abgelehnt. Ich hab abgelenkt gelesen. Puff. Skribbel. Bitte geh. Du bist ein alter Camper. Ich campe nicht. Doch, ich höre dich ja die ganze Zeit. Ich bin nur in der Nähe. Oh. Wer ist an der Falle gelatscht? Entschuldigung. Sind die denn alle? Ist hier nur ein? Ja, vor mir auch. Ich bin nicht da. Ich glaube, ich sehe nur Sabi. Ja, ich bin ja auch weg. Ich bin inkognito. Ich meine das jetzt nicht in Spaß. Ich meine das eher auch ernst. Ja, Leute, was macht ihr denn? Nichts. Nur Däumchen drehen. Ich muss ihn mal wieder selbst umbringen. Ja, aber das hilft dir keiner, ne? Nö.
Ja, darauf wartest du doch bloß. Du kämpfst doch da die ganze Zeit. Nein, ich kämpfe nicht. Natürlich kämpfst du. Nein. Na, siehst du, wenn Sabi das sagt, dann stimmt das auch. Ich bin doch gar nicht da. Nein. Ich bin auch Fallensammler. Es tut mir leid, Manfred. Halt, andere Richtung, Sabi. Gut. Schnell, beeil dich! Ja, ich renne doch schon um mein Leben. Was ist ein Leben? Warte mal. Was machst du denn? Ja, dreimal auf die Taste drücken. Dreimal auf die Taste drücken? Ja, und beim dritten Mal klappt es erst. Palin, ich hatte erst abgelenkt gelesen. Aber ich so. Jetzt abgelenkt. Was heißt hier abgelenkt? Wo seid ihr denn? Du, soll ich dir was sagen? Du bist die ganze Zeit um mir rum. Also ich war hinter einem Baum und du hast genau meine Richtung geguckt. Ich bin immer bloß hin und her, dass du mich nicht gesehen hast. Ich hab das gesehen, dass du da in der Nähe warst und nicht weitergegangen bist. Da habe ich mir gedacht, dass er da auch in der Nähe ist. Und hab dann erstmal ein Tor aufgemacht. Und da er da eine Falle vorgebaut hat, hat das halt ein bisschen länger gedauert. Heimat bedeutet für mich, nach Bayern zu fahren. Verlass mal die Lobby bitte, damit wir weitermachen können. Ich will die Gruppe aber nicht verlassen. Nee, die Lobby sollst du doch nur... Nee, nicht die Lobby verlassen. Wie muss man das jetzt machen? Ich weiß ja, nicht. Die Lobby unten rechts. Unten rechts, doch die Lobby verlassen, ne? Hier ist nur Gruppe verlassen. Hä? Also Ausland. Hey. Ich steh bloß Gruppe verlassen. Nein, ist nicht Ausland. Ich habe auch nur Gruppe verlassen. Natürlich Bayern ist ja, eigentlich hat er ja die Lobby erstellt, ne? Oder kann Sabi das jetzt machen? Sabi, kannst du Lobby verlassen machen? Ja, ja, Entschuldigung, ich mach schon. Was? Schreib ihn dir an. Verlässt du Deutschland. Ach so, Dings ja bestimmt, weil Sabi den Chatraum erstellt, Chatraum sag ich schon, die Lobby erstellt hat, ne? Ach, jetzt kann ich was nehmen. Ach so. Was nehmen wir denn da jetzt? Na, den wollen wir ja nicht nehmen. Guck mal, da verbindet jemand Bayern, Bier, geil, Sau. Nee. Oh nee, das muss nicht sein. Alle Überlebenden beginnen die Runde gemeinsam. Das gibt's ist gemein, ne? Mädels? Also so da, wo ich herkomme, nee. Ja, für den Keller ist das gut, ne? Alle auf dem Haufen. Ach, ich lass das so. Ich seh's nicht, das kann man den Generator zusammen machen. Ja. Du solltest gehen. Ja. Nicht, dass sie keine Luft kriegt. Na, sie kriegt doch, sie hat sich gerade so umgedreht. Ach so. Aber ich bin. Habt ihr die kleinen im Blick? Ja, Überwachungsbaby vor. Du kommst auf den Sprung oh, bei was mir macht vorbei. Sie jetzt? Bier steht im Kühlschrank. Naja, Geschmackssache. Ja, ich mach mal kurz Pause, ich nehme mal kurz den Teddy weg. Ja, mach mal bitte, wenn ich, dass sie keine Luft kriegt. Bis gleich. Jo. Mörder! Zuckerwatte? Jo, ihr habt mich im Stich gelassen. Was, Eierschock? Zuckerschock? Ja, ich bin doch auch andauernd gestorben. Das ist eben so. Du hast dich geopfert, damit wir entkommen konnten. Du warst ein Held. Ja, das war ja nur andauernd. Einer muss sich opfern. Das sehe ich als Kämpfen. Wir haben überhaupt keinen Alkohol zu Hause. Gar nicht? Nö. Nicht mal Hustensaft? Nö. Brauchen wir nicht. Scheiße. Ist das ein großer Teddy? Durch. Nee, ist so ein kleiner, so eine Spieluhr. Weil das so lange dauert, bis er wiederkommt. Nee, das Zimmer ist am anderen Ende der Wohnung. Was habt ihr für eine Wohnung? Eine riesige, nein, Schatz. Na, vielleicht hat ihn auch der Killer überrascht. Fürs Team nicht mal Hustensaft, sagt er. Oh mein Gott, Felix schläft schon im Arm. Ja, das hat unsere heute auch gehabt. Die ist heute auch schon sehr früh eingeschlafen. Alles gut schon. Mach langsam. Auch Geldprobleme. Wer hat Geldprobleme? Ach nee, Alkohol vertreibt Kummer, Sorgen, auch Geldprobleme. Nee, nee, nee. Was? Säune am Morgen? Lies auch alles. Spinne? Was, Säune am Morgen, auch Spinne?
Na, Spinne wollte ich schreiben. Kennst du das nicht? Spinne am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Bäh. Ja. Minecraft. Haben heute ein kleines Baby in der Kita bekommen. 7 Monate. Süß. Unsere wird 10 und hat jetzt den zweiten Zahn. Wo bleibt denn der Doktor? Der kommt schon, der braucht ein bisschen, bis er da sich durchgewirtschaftet hat. Was? Ich hätte die kleine Maus nicht mehr weggegeben. Ja, unsere Maus ist auch. Kann man auch manchmal nicht hergeben. Außer so, da bin ich wieder. Da kann man sie verschenken. Da ist er wieder, der Hühnerschräger. Na endlich. Die hält sich krampfhaft an der Matratze fest. Ja. Der liegt auf der Seite und krallt sich an der Matratze fest beim Schlafen. Ja, ist ja süß. Naja, wenn man ein zweites Zähnchen bekommt, das macht schon. Was der Habi und Dr. Skrubbel entführen zum MC spielen? Was? Was denn MC? Minecraft. Ach Quatsch, das macht das Ganze Minecraft. Doch aus. Die ganze Zeit nee, durch. Wir haben jetzt hier seit Januar Terror, was Einschlafen betrifft. Das macht nicht mehr Spaß. Oh Gott. Du kannst auch Sabi zu mir sagen. Aber es ist lieb von dir, dass du mit Oh Gott mich ansprichst. Aber, wir warten alle nur auf Sabi im Moment, ne? Oh, ja, dann sag doch eigentlich was. Komm, nein, aber ja, aber nein, aber ja. Ich hab deine Flasche schon wieder. Ach, nee. Ja, weil du deine Füße nicht stillhalten kannst. Ich hab da hier Flasche. Oh, alle drei ja, was anderes, das ist aber schön. Also wir haben schon mit Hebamme gefragt, wir haben die Kinderärztin gefragt, keiner kann uns helfen. Stichwort war Geduld. Ja genau, Geduld, abwarten und Tee trinken quasi. Ja, so ist das eben. Ich bin offen, also ich freue mich, wenn jeder mir einen Ratschlag geben kann. Wir haben nämlich aktuell, um 5 Uhr machen wir alles dunkel, Licht aus, also nur so ganz leicht gedimmt. Dann ist einer nur mit ihr im Raum, rennt eine halbe, dreiviertel Stunde mit ihr durch den Raum, dass sie so müde wird, dass sie bei der Flasche dann einschläft. Das ist gerade momentan unsere Strategie. Wir hatten da so eine schwere nee, Atmung. Und wann bist du das? Überstunden werden nicht bezahlt. Oh, ich bin ja schon im Spiel. Ich rede hier weiter. Oh. Was schnaufst du denn so? Gar nichts. Ja, ja. Ich höre ja mal gar nichts. Wer ist denn der Geist oder was bist du denn? Ich bin der Lockenwickler. Was war das? Du bist schon so ein Lockenwickler. Ja, du mit deinen gelockten Haaren, du wolltest eigentlich noch zum Friseur, Fallenstelle. In den Urlaub fahren. Denkst schon ja wieder? Ich nehme immer den Fallenstelle. Ja, sag das mal Ultmann, der beschwert sich immer nur. Ja, jedes was Mal einen anderen. Das ist Zeit und nicht das Leben. Warum? Darum. Ist ja John, langweilig. Das musst du jetzt aber auch nochmal auf Deutsch sagen. Langweilig ist man, wenn die anderen Killer nichts drauf haben. Weißt du, was geil wäre, wenn man sich als Killer auch im Schrank verstecken könnte? Auf dem Schrank! Auf dem Schrank! Rituale helfen viel. Ruhige Musik leider, was ich. Ja, also wir haben Schlafmusik. Wir machen unsere Alexa dann immer an und die spielt uns dann Einschlafmusik nach der anderen rum. Und ich glaube, das ist bei ihr. Hm? Ja. Ist was? Wen habe ich denn gerade angeschnitzelt? Na dich? Ich weiß es nicht. Na genau. Nur ich denke mir, dieses mit 5 Uhr alles leise machen und weiß ja gar was, das ist ja keine Dauerlösung. Das ist ja eine gemeine Mäulchenmöde. Vor allem mit dem Rumtragen. Ah! Warum kommst du von der Seite? Ja, ich bin wieso immer der Erste, das wisst ihr doch. Voll? Irgendwie gibt es da Magneten, ich weiß es nicht, die sind immer gleich bei mir. Du bist zu auffällig. Ja, ich weiß. Ich rieche streng. Das tun alte Leute immer. Ich dachte, nach Urin. Scrabble ist stinky. Hörst du auch meinen Teppich voll zu bluten? Aber wenn ihr das jetzt immer macht, dann ist es total anders erwartet euch. Ja, ich weiß schon. Was denn? Sie einfach ins Bett reinzulegen, klappt absolut nicht. Ich mach das gar nicht. Hä? Was für denn? Das ging mir zu schnell. Jetzt ist er verwirrt. Wer denn? Der Stinky. Oh, das gibt's doch gar nicht.
Ich kann was machst du? Du, ich hatte dich voll im Blick, ne? Ja, das weiß ich. Ich kann ja nicht laufen und noch nach hinten gucken. Das ist aber schade. Marlin, das ist kein normales Kind, was wir jedes andere Kind würde beim Spazieren schon nicht schlafen. Sie schreit. Ja, weil ich das nicht kann. Weg! Such dir doch mal einen anderen zum Spielen! Ist ja langweilig. Also er rennt so eine Ameise vor mir weg. Ja, weil du hässlich bist. Und weil du aus dem Ohr riechst. Warte mal, ich furz mal. Was seid ihr denn? Ich bin hier sowieso ganz allein. Oder denkst du, hier ist einer in der Nähe? Meinst du, deine Falle hilft? Kämpft er denn? Ja klar, was denn sonst? Stellt dir drei Fallen auf. Und geht 5 Meter weg. Ja, ich hab die ganze Zeit Herzschlag. Den hab ich auch. Das wird vom Puls, mein Junge. Ja. Holt man Rennen schon wieder, das ist... Gar nicht, ich häng ab. Gar nicht wahr. Ich sehe das doch unten noch. Was? Das täuscht. Das ist nur vorgetäuscht. Glaubst du wohl nicht etwa? Dankeschön. Oh, gerade jetzt mit Klingeln? Manchmal. Das ist alles Entschädigung, dass ich dich vorhin so. Ich habe übrigens kein Perk, damit ich sofort können kann, ne? Ja, darauf sollten wir generell drauf verzichten, ne? Weil ich das nämlich langweilig finde. Das sind wahre Worte. Seid ihr eigentlich alle? Wo seid ihr? Wir bücken uns. Wenn ich meiner eine Geschichte erzähle, dann will sie das Buch essen. Er hackt schon wieder! Er ist der zerfleischende Zerhacker, oder wie war das? Der hackfleischende Zerhacker. Der hackfleischhassende Zerhacker. Genau. Ach, wenigstens einer kennt noch SpongeBob. Ich bin der größte Fan, ja, also bitte. Ja, ich habe mir sogar den Film damals im Kino angeschaut. Nee, den hatte ich jetzt nicht angeguckt, aber ich habe den SpongeBob und den Patrick als Kuscheltier. Uiui. Echt? Das ist jetzt sehr ungünstig. Der hat sich bloß auf den Bauch gelegt, glaube ich. Einfach. Ach so, das meinst du. Oh. Ich dachte, der hatte schon wieder auf dem Kicker. Ja, ich glaube, mein Problem ist echt, dass ich nicht entspannen kann. Ich kann ja selbst nicht entspannen. Ich bin ständig auf Anspannung. Hallo, guten Tag. Nein, du bist die Anspannung in Person. Ja, das ist stimmt. So oft, wie ich beim Einschlafen so zusammenzuck. Geh weg. Weg. Das ist doch nicht wieder sein Ernst. In welcher Falle war's denn? Am Haus die? Nee, ein bisschen weiter weg. Da hab ich auch noch einen hingelegt. Du weißt gar nicht, wo du überall eine hinlegst, ne? Naja. Kannst du dir auch gar nicht merken. Da kommt man nicht lang. Doch. Nein. Tschüss. Die Pille, die können sich das merken. Ja. Und dann dauert die Runde aber auch nur 3 Minuten. Mal welchen sucht, ist jetzt nett. Ich hab Space gedrückt. Das hat man ja gehört. Ich hab immer das irgendwie so ein Eingabeleck. Das nennt man Finger. Was, Finger? Finger. Das ist Eingabelecken. Was willst du lecken? Am Finger. Am meinen natürlich. Aber nur mit Nutella. Ja, auch. Na? Was? Finger weg von dem Fall. Ich hab das eindeutig gehört. Du hast gar nichts gehört. Das Einzige, was du hörst, ist. Was war das denn? Essen. Ja. Essen. Wenn es brät. Oh,
bei uns gab es heute Currywurst heute Mittag. Currywurst? Aus Kleve? Habe ich gebraten. Ja, ich habe Curry mal soeben auf den Tisch gelegt und zerschnibbelt und in der Pfanne gebraten. Aber er hätte noch ein bisschen können. So, die Bar ist geöffnet. Was gibt's denn? Saft oder was? Oh. Oder Blumenkohlwasser? Was machst du da? Wer, ich? Nein, ich meine den alten Sack hier. Bis du dir einen Splitter einreißt. Geht schon. Wer ist eigentlich der gute... Mir ist, glaube ich, eine Idee. Bei mir ist der auch im Stream, aber geschrieben hat er noch nicht. Das kann ich dir leider nicht beantworten. Der Name, der sagt mir jetzt gerade gar nichts. Ich hoffe, Sabi? Ja, was denn? Die Bar hat geöffnet. Ja, ich suche. Sucht mal lieber den anderen Ausgang, das ist viel interessanter. Gar nicht. Hallo. Manfred? Warte, ich spiele noch ein bisschen. Was machst du denn da? Ja, Moment, ich bin gefallen mit, wir gehen zu viert. Los, wir müssen mal gleichzeitig durchrennen. Ja, Manfred, wir müssen mal gleichzeitig durch. Okay, warte. Einmal muss ich. Ich will winken. Ah, nee. Oh. Hier lang. Tschüss. Bist du betrunken? Los. Hier lang. Also, ich hatte meinen Spaß. Ja, das hat man gesehen. Mikrowellenessen. Das war noch Zeit. Was? Mikrowellenessen? Ich habe mal, hab mal eine Sendung gesehen, nachmittags, da ging es um eine Dame hier, dieses spezielle Programm. Ich sage den Namen jetzt nicht. Auf dem Privaten war das. Die hat ja mal gezeigt, wie sie wohnt. Und in der Küche hatte sie ja eine Mikrowelle, damit kocht sie. Was anderes hatte sie nicht. Die hatte nur eine Mikrowelle da stehen und einen Kühlschrank, der voll Mikrowellenessen war. Geil, ne? Na gut, das war's dann erstmal wieder, ne? Ich habe jetzt irgendwie 4 Folgen. Vielleicht schaffe ich das noch bis morgen, aber ich weiß es nicht, ne? Weil wir wollen jetzt noch ein bisschen Minecraft spielen. Na, morgen freizuschalten um 18 Uhr. Lasst euch überraschen. Achso. Denn ich sag mal tschüss. Bis denn dann. Tschüss.